Einsatz für die Bundespolizei. Im Cockpit Manuela Uhlich. Also der Job ist sehr abwechslungsreich. Man erlebt viel. Es ist spannend. Sie rettet Menschen, sucht Verbrecher. Silberner BMW, nach dem suchen Sie, den haben Sie im Verdacht. Ihr Auftrag, für Sicherheit sorgen. Jetzt noch 15 Fuß. Auch Hans Bäumel ist Pilot. Noch 10 Fuß. Und häufig dort unterwegs, wo Menschen in Gefahr sind. Tag und Nacht. Ausgerüstet mit modernster Technik. Einsatz mit der GSG 9, der Grenzschutzgruppe der Bundespolizei. Pilot Hans Bäumel ist die Antiterroreinheit schon oft geflogen. So ist gut. So ist die Höhe gut. 2500 Meter über der Erde. So hoch fliegt Hans Bäumel den Transporthubschrauber selten. Für die Elite-Polizisten aber Pflicht. Hier müssen sie raus. Das ist auf jeden Fall gut. Okay, doch, ich hab's. Der 52-Jährige gibt das Signal. Klar zum Abspruch. Vierzehn Mann verlassen den Hubschrauber. Getarnt. Sie wollen nicht erkannt werden. 1000 Meter freier Fall. Erst dann öffnen sie die Fallschirme. So würden sie zum Einsatzort schweben, auf einem Haus, einer Halle landen. Punktgenau. So wie gestern. Sie stürmten Wohnungen der Rockerbande Hells Angels. Routine, sagen die Männer. Heute ist es eine Übung. Nach 12 Minuten sind sie unten, auf einem stillgelegten Flugplatz bei Bremen. Erst wenn alle Fallschirmspringer am Boden sind, landet auch Hans Bäumel mit seiner Puma. Sie wollen nichts riskieren. Die Springer könnten sonst mit seinem Hubschrauber zusammenprallen. Die GSG 9 zu fliegen ist anspruchsvoll, sagt Hans Bäumel. Rundflüge wollen die Männer nicht. Wesentlich ist natürlich der Wind. Wir müssen gegen den Wind anfliegen. Es wird vorher schon auch gebrieft mit den Verantwortlichen der GSG 9, wie wird angeflogen, in welcher Höhe wird angeflogen, bei welchen Geschwindigkeiten gehen die Springer raus. Fallschirmspringen aus extremen Höhen, Verfolgungsfahrten, Zugriffe auf Schwerstkriminelle und das Tag und Nacht, das normale Trainingsprogramm der Woche. Und mittendrin Hans Bäumel. Seit 28 Jahren ist er Pilot, für den Polizeihauptkommissar ein Traum. Das passt einfach alles. Es macht Spaß, die Aufgabe macht Spaß, die Technik ist dabei. Das, was wir machen, hat auch wirklich Sinn, das macht Sinn. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, das passt einfach alles zusammen. Und das ist wirklich ein Traum, ist dabei geworden und ich möchte nichts anderes machen. Die Männer sind Anfang 30. Ihre Identität ist streng geheim. Tauchen, Motorradfahren, Schnellboot steuern und Präzisionsschießen. All das müssen sie beherrschen. Seit 1972 gibt es die GSG 9. Weltberühmt wurden sie durch die Befreiung von 87 deutschen Geiseln aus einer Passagiermaschine in Mogadischu. Heute sind mehr als 100 Mann im Einsatz, weltweit. Hans Bäumel gehört zu den wenigen Piloten, der die GSG 9 fliegen darf. Startfrei für die zweite Runde. Diesmal werden sie die jungen Männer in 3 Kilometern Höhe absetzen, also noch weiter über den Wolken. Bis Mitternacht wollen sie trainieren. Bundespolizei-Fliegerstaffel in Fuldatal. Dienstbeginn. Seit mehr als 5 Jahren werden Hubschrauber hier ferngesteuert, freut sich Pilotin Manuela Uhlich. Das ist angenehm, ne, oder? Ja. Na gut, der Hubschrauber wiegt ja fast 3 Tonnen, ne? Und die müssen ja irgendwie bewegt werden. Per Hand und mit Muskelkraft wurden die Maschinen früher aus dem Hangar geschoben. Die Fernbedienung haben wir Frauen mitgebracht, scherzt Manuela. So. 8 Stunden Dienst liegen jetzt vor ihr. Bahnstrecken kontrollieren, nach Verbrechern fahnden, für Sicherheit sorgen. Kurzer Zwischenstopp in der Flugeinsatzzentrale. Ja. Manuela Uhlich trifft ihre Kolleginnen. Guck mal, schön, ne? Katharina Schneider ist auch Pilotin. Zum ersten Mal fliegen sie heute gemeinsam. Manuela Diegler informiert vor jedem Flug die Piloten und Pilotinnen. Was kriegen Sie jetzt hier? Wir kriegen jetzt unsere Einsatzunterlagen und
die ganze Flugvorbereitung für den heutigen Tag. Wir haben hier was ausgearbeitet, und zwar anlässlich der Blockupy und des Fußballspiels. 104 Männer und 6 Frauen arbeiten in der Staffel. Wenn sie ausgehen, wirkt die Männerwelt irritiert, erzählt Manuela Diegler. Wir machen das schon ab und an mal, dass wir sagen, okay, wir gehen mal abends in die Kneipe und trinken mal was zusammen und treffen uns mal. Und wenn man dann sagt, ja, die eine ist Pilotin, die andere ist Pilotin, die nächste schraubt am Hubschrauber rum, dann sagen schon, das männliche Gegenüber sagt dann schon, ja, ja, klar. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe heute keine Lust auf diese Diskussion, wir sind halt ganz normale Krankenschwestern oder wir sind Zahnarzthelferinnen oder wir arbeiten irgendwo an der Kasse, dann sagen die männlichen Gegenüber schon, ja, 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 klar, das wird nie in Frage gestellt. Deswegen, also da machen wir uns dann schon einen Spaß draus. Ja. Männliches Gegenüber heute, Kollege Dietmar Kepper. Zum ersten Mal fliegt er mit beiden Frauen. Ja, ich sag mal, es gibt schlechtere Jobs als bei so einem Wetter mit so zwei so netten Kollegen im Hubschrauber nach Frankfurt zu fliegen. Das hört die 28-jährige Katharina Schneider natürlich gerne. Gemeinsam mit Manuela Uhlig sind sie Hessens erste Pilotinnen bei der Bundespolizei. Manuela Uhlig kam zufällig zur Fliegerei. Rechtsanwaltsgehilfin hat sie gelernt, doch der Job endete durch eine Katastrophe. Im Jahr 2002 war ich auch Flutopfer, wenn man so sagen kann, damals in Sachsen. Meine Kanzlei war voll betroffen vom Hochwasser damals. Die Kanzlei war völlig weggespült, kann man sagen. Ich hatte keinen Job mehr. Dann kam das Angebot damals vom Bundesgrenzschutz noch. Und da habe ich natürlich nicht lange gezögert und habe ja gesagt. Der Baron von Münchhausen schmückt jetzt ihren Arm, das Wappen der Staffel. Manuela Diegler arbeitet auch im Tower. Sie erteilt die Starterlaubnis. Pirol 440, der Wind aus 150 Grad mit 5 Knoten des QNH 1019. 1019. Es war Liebe auf dem ersten Flug. So erzählen beide von ihrer ersten Begegnung mit einem Helikopter. 5 Jahre dauerte ihre Ausbildung. Erst zur Polizistin, dann zur Pilotin. Für Frauen nicht schwerer, die Ausbildung zu schaffen, als für Männer. Man muss fleißig sein und ehrgeizig, und dann schafft man das auch. Sie müssen heute nach Frankfurt eine Demonstration aus der Luft überwachen. Dietmar Kepper steuert die Überwachungskamera. Ich bin der Systemoperator hier an Bord, das heißt, ich bediene die luftgestützte Wärmebildsichtanlage, so nennt sich die Anlage. Das ist ein Kamerasystem, was im Hubschrauber verbaut ist, was halt die Möglichkeit bietet, aus relativ großer Höhe Aufklärungsergebnisse an den Polizeiführer zu liefern. 40 Minuten später kreisen sie über der Skyline. Aber Demonstranten entdecken sie kaum. Der Veranstalter hatte mit Tausenden gerechnet, gekommen sind knapp 100. War wohl das falsche Thema. Dietmar Kepper beobachtet mit seiner Kamera den Platz an der Hauptwache. Alles friedlich. Die verteilen da einfach Handzettel. Ja. Ich jetzt auch Bild, ich weiß noch, was draufgeschaltet habe vorne. So, also von Demo ist hier keine größeren Erkenntnisse. Dieser Einsatz ist beendet. Eigentlich sollten sie jetzt Fußballchaoten überwachen, doch die Einsatzzentrale hat einen anderen Auftrag. Kabeldiebe haben zugeschlagen, erfahren sie über Funk. Katharina Schneider gibt Vollgas Richtung Marburg. Nach 20 Minuten sind sie über der Einsatzstelle. Eine Tonne Draht haben die Diebe geklaut. Jetzt läuft die Fahndung. Silberner BMW, nach dem suchen sie, den haben sie im Verdacht. Wissen halt nicht, wo genau. Silberner BMW. Mit der Überwachungskamera sucht Dietmar Kepper nach dem silbernen BMW. Ist das der Wagen? Er steht an den Gleisen. Zwei Männer rennen auffällig hin und her. Manuela Uhli fragt nochmal die Einsatzzentrale. Ja, eine Frage vom 440, gibt es neue Erkenntnisse noch zur Lage? Weitere Erkenntnisse liegen uns vor, aufklären gegen silbernen BMW, liegt weiterhin vor. Fehlanzeige. Dieses Auto suchen sie nicht. Per Funk erfahren sie, der Fall ist geklärt. Kollegen am Boden haben die Metalldiebe entdeckt und festgenommen. Sie können zurück zur Staffel. Am nächsten Morgen in Fuldatal. Auch Hans Bäumel ist zurück und leitet die Dienstbesprechung. Ja, schönen guten Morgen nochmal allerseits. Das Wochenende war eigentlich recht ruhig. Daher das Programm für diese Woche, bitteschön. Ja, geht heute los mit der Anreise für das Fallschirmspringen GSG 9 in Oerlenbach.
Wie jeden Tag erfahren die Piloten die wichtigsten Informationen über Aufträge und Wetter. Seit 5 Jahren fliegen auch Frauen mit. Mittlerweile haben sich die Männer daran gewöhnt, sagt Manuela Uhlig. Sie fliegt heute Rettungshubschrauber, auch eine Aufgabe der Bundespolizei. Wenn nichts mehr weiter ist, dann wünsche ich uns eine schöne Woche. Seit 1963 gibt es die Staffel. Fast alle Piloten wohnen in der Nähe, das ist Bedingung. Kollegen haben heute Morgen Kaffee gekocht. Aber Pilotin Manuela muss verzichten. Alarm. Jede Sekunde zählt jetzt. Die Kommissarin muss erst zum Krankenhaus fliegen, Notarzt und Rettungsassistenten abholen. Die Beschwerden über den Hubschrauberlärm am Roten Kreuz Krankenhaus in Kassel haben zugenommen. Die Retter von Christoph 7 landen dort deshalb erst ab 8 Uhr. Einzige Ausnahme? Ein Notruf vor 8, so wie jetzt. Nach 90 Sekunden ist Manuela Uhlig in der Luft. 4 Minuten später auf dem Dach des Roten Kreuz Krankenhauses. Notarzt Tobias Brüggemann und Rettungsassistent Timo Hausotter warten schon. 30 Sekunden später ist die Crew unterwegs nach Schmalenberg. Schwerer LKW-Unfall funkt die Leitstelle. Ein LKW stehen und dort in dem LKW Person nicht ansprechbar. In 20 Minuten wollen sie da sein. Alarm auch in der Staffel. Hans Bäumel muss los. Gleich mehrere Hubschrauber starten Richtung Ostdeutschland. Ja, wir sind alarmiert worden. Es gibt jetzt doch Hochwasser im mittel- und ostdeutschen Bereich. So Grimma, Pirna, so die Gegend, Mulde und Elbe. Und wir gehen jetzt mit einer Maschine, mit einer großen, mit der Puma raus, mit Winde- und Lasthaken und mit einer kleineren Maschine, mit einer EC-155, die Winde hat. Kommt das regelmäßig vor? Ja, dafür sind wir da. Bei so Katastrophenschutzlagen werden wir alarmiert, um dann eben auch dort zu helfen, Menschenleben zu retten, möglicherweise zu evakuieren, Lasten zu fliegen, Sandsäcke, was man sich alles da so vorstellen kann. Polizeihauptkommissar Bäumel wird jetzt nach Pirna fliegen, gemeinsam mit Pilot Andreas Pöhler. In der Elbe wurden riesige Silos entdeckt, vermutlich mit Gas gefüllt. Extrem gefährlich, sagt Hans Bäumel. Und startet die Turbine. Fast eine Stunde brauchen die Piloten jetzt bis Pirna bei Dresden. Sie hoffen, dass sie noch rechtzeitig ankommen und Schlimmeres verhindern können. Rettungshubschrauber Christoph 7 kreist über der Unfallstelle bei Schmalenberg. Doch Manuela Uhlig kann nicht landen. Zu viele Bäume. Sie will lieber auf diesen Sportplatz runter. Per Funk informiert sie die Feuerwehr. Die Männer sollen darauf achten, dass keine Schaulustigen auf die Wiese rennen. Dr. Brüggemann und sein Kollege wollen zum Verletzten. Manuela Uhlig bleibt beim Hubschrauber. Die Feuerwehr hat erste Infos. Der Patient ist schon im Rettungswagen, kommt jetzt hier runter. Jetzt sofort, okay. Die brauchen keine Unterstützung? Nein, die fahren in 2 Minuten, fahren die los. Ist der intubiert, beatmet? Und? Nein, nicht intubiert, beatmet, wach ansprechbar. Ja. Was ich jetzt gesehen habe, Schnittverletzung am Arm, geschienter linker Unterarm. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Der Verletzte liegt im Rettungswagen. Der LKW war zu schnell. 20 Tonnen Kies liegen jetzt vor dieser Kuh. Kennt sie schon, passiert hier öfter. Ein zweiter Notarzt hat den LKW-Fahrer versorgt. Er muss schnell in eine Klinik. Manuela Uhlig weiß noch nicht, wohin sie ihn fliegen. Das entscheidet jetzt Notarzt Brüggemann. Er übernimmt den Patienten. Eine Frau im Hubschrauber, das irritiert offenbar noch die Männerwelt. Ist hier die einzige Frau weit und breit, ja, wie ich das so sehe? Ist normal. Was haben Sie denn so gesagt? Was hast du denn gehört heute schon? Gar nichts. Nix. Haben Sie nicht angesprochen? Nein, gucken nur. Die 34-Jährige wünscht sich eine Familie. Das geht, sagt sie, auch in diesem Job. Seit einigen Wochen hat sie ihre Zulassung für den Rettungshubschrauber. Knapp 100 Einsätze ist sie schon geflogen. Der Patient hat vermutlich auch noch eine Hirnblutung, sagt der Notarzt. Manuela Uhlig soll ihn schnell nach Marburg fliegen. Timo Hausotter hat die Klinik bereits informiert. Rettungsassistenten unterstützen Piloten beim Navigieren, Funken und beim Starten und Landen.
zur Sicherheit. Dr. Brüggemann wird während des Fluges seinen Patienten beobachten. Hexe, den Spitznamen hat sich Manuela Ulich selbst gegeben. Ihr Besen hat 1400 PS und den zieht sie souverän in die Luft. Deutschlandweit fliegen erst 5 Frauenrettungshubschrauber. Sie hofft, dass es noch mehr werden. Notarzt Tobias Brüggemann findet Frauenpower im Hubschrauber richtig klasse. Lockert das Team auf jeden Fall auf. Im Moment natürlich eine Besonderheit bei uns, die erste Pilotin hier beim Christoph 7. Das ist schon was Besonderes, das mitzuerleben. Aber sie passt wunderbar ins Team. Ankunft Klinikum Marburg. Der Verletzte kommt in die Notaufnahme. Beruflich ist Manuela Ulich noch lange nicht am Ziel angekommen. Ich will natürlich noch viel Erfahrung sammeln, auch jetzt im Rettungsdienst. Ich fange jetzt, wie gesagt, gerade erst an. Vielleicht kommt irgendwann noch ein Transporthubschrauber dazu. Vielleicht dauert es auch nicht mehr so lange. Ja, dann vielleicht noch ganz interessante Einsätze wie Ausland zum Beispiel. Wäre nochmal ein schönes Ziel, was man vor Augen haben könnte. In der Notaufnahme. Mehrere Ärzte kümmern sich jetzt um den Verletzten. Er wird noch heute operiert und er wird überleben. Manuela Ulich ist froh, dass der junge Mann vermutlich wieder auf die Beine kommt. Menschen zu helfen tut gut, sagt sie. Wundervoll, super. Ich danke. Vor ganz schlimmen Einsätzen hat sie noch ein bisschen Bammel. Aber im Team unterstützen sie sich gegenseitig, wenn es nötig ist, reden viel über ihre Einsätze. Wir müssen die erst wieder befüllen. Die Tasche? Die Zusammenarbeit im Team ist echt klasse. Also ich kann mich auf jeden verlassen. Jeder unterstützt mich. Macht schon Spaß. Sie fliegen zurück zum Roten Kreuz Krankenhaus nach Kassel. Die Crew von Christoph 7 ist wieder bereit für neue Einsätze. Pirna, 20 Kilometer östlich von Dresden. Hans Bäumel und seine Kollegen sind im Hochwassergebiet angekommen. Aus der Luft erkennen sie gleich die Gefahr auf der Elbe. 16 Silos aus Tschechien treiben mit hohem Tempo Richtung Dresden. 20 Tonnen schwer. Sie könnten Häuser, Brücken und Dämme zerstören. Mit einem Boot können sie die Silos nicht mehr einfangen. Die Strömung ist zu gefährlich. Mit dem Wind der Rotorblätter wollen sie die schweren Silos jetzt wegblasen. Ein Versuch. Hans Bäumel wird jetzt die Höhe ansagen, denn Pilot Andreas Pöhler muss rausschauen und sich auf die Silos konzentrieren. Jetzt noch 15 Fuß. Noch 10 Fuß. So ist gut. So ist die Höhe gut. 10 Fuß bleiben. Jetzt wieder 15 Fuß. So kann man bleiben. Die 8 Tonnen schwere Puma schwebt knapp über dem Wasser. Der Wind des Hubschraubers ist wie ein Orkan. Millimeterarbeit. Das dreckige Wasser spritzt an die Maschine. Die Piloten können kaum noch etwas sehen. Schwerstarbeit, sagt Hans Bäumel. Es ist hochkonzentriert, denn es ist auch ungewohntes Gefühl. Man fliegt ja nicht jeden Tag 1 Meter über der Wasseroberfläche und dann auch nicht im Hochwasser, wo die Strömung auch reißend ist. Man sieht die Hindernisse oder mögliches Treibgut, mögliche Container, die auch nicht einfach so kommen. Und es ist auch die Aufgabe des zweiten und des dritten Mannes hier in der Maschine, nach draußen zu gucken, um zu sehen, ob mit der Strömung nicht irgendwelches Treibgut noch rankommt, das uns vielleicht sogar noch dann berühren könnte. Die Kollegen hinter dem Cockpit warnen die Piloten vor Bäumen, Hochspannungsleitungen und was sonst noch so aus dem Wasser ragt. Hans Bäumel und Pilot Andreas Pöhler müssen sich nur auf das Silo konzentrieren. Bei allen Einsatzfällen, diesen Container hier wegzupusten mit unserem Downwurf, mit dem Rotorabwind, ist es doch wichtig, dass die Rotorblätter nicht in Bäume oder in Parkplatzschilder, die wir hier auch direkt unter uns haben, dann reinkommen. Und auch die Höhe, auf die muss beachtet werden, sodass wir nicht mit der Maschine ins Wasser eintauchen. Es scheint zu klappen. Der Wind drückt das Silo kontrolliert Richtung Ufer. Dort wartet die Feuerwehr mit Seilen zum Festbinden. Das wäre geschafft. Nummer 1 von 16 Silos. Fast 1000 Liter Kerosin schluckt die Puma bei so einem Manöver. Sie fliegen nach Pirna zum Tanken. Andreas Pöhler muss gleich wieder los. Nur mal eben kurz durchatmen. Ich habe gut geschwitzt. Insofern habe ich da gut gearbeitet, ja. Die ersten Maschinen starten wieder.
Hans Bäumel und seine Crew sind indessen bei einer Besprechung. Die Lage hat sich zugespitzt. Ein Schiffsanleger hat sich losgerissen, 40 Tonnen schwer. Ein Baum hat ihn zufällig gestoppt, ein Gassilo ist auch noch hängen geblieben. Wie lang kann der Baum den tonnenschweren Druck aushalten? Mit ihren Hubschrauber kommen sie nicht nah genug ran. Zu viele Bäume, zu gefährlich. Die Bundespolizei alarmiert die Grenzschutzgruppe, die GSG 9. Sie wollen die Männer auf dem Anleger abseilen. Im Lagezentrum. Hans Bäumel hilft bei der Koordination des Einsatzes, denn er kennt die Männer der GSG 9. Sie sollen versuchen, mit Stahlseilen die tonnenschweren Teile am Ufer festzubinden. Ein zweiter Hubschrauber überträgt Bilder, live, ins Lagezentrum. Der 52-Jährige telefoniert mit den GSG-9-Beamten. Ja, dieses Seil müsst ihr mal bitte checken, ob das möglich ist, das mit eurer Winde dann an der, an dieser Brücke oder an diesem Ponton runterzulassen. Also, dass wir die Zeit nicht verlieren. Den Einsatz beobachten sie im Fernsehen, live. Die GSG 9 ist vor Ort. Der Steg wackelt. Die Elite-Polizisten arbeiten schnell, denn keiner weiß, wie lange der Baum noch hält. Der Gastank schlägt immer wieder gegen den Anleger. Nach einer Stunde ist klar, die tonnenschweren Teile sind keine Gefahr mehr. Die Männer konnten alles sichern. Das Silo war zum Glück leer. Kein Gas. Erleichterung auch bei Hans Bäumel. Die Piloten wollen noch bleiben, so lange helfen, wie sie gebraucht werden. Zurück in Fuldatal. Eine von 5 Staffeln der Bundespolizei in Deutschland. Hubschrauber reparieren und warten die Polizisten selbst. Nach 100 Flugstunden wird jede Maschine auf Herz und Nieren geprüft. Das ist Vorschrift. Im Hangar nebenan ist die Werkstatt. Ausgeleierte Heckrotoren, Risse in Rotorblättern. Hier wird jeder noch so kleine Fehler entdeckt. An einer EC-135 arbeitet Katharina Hartmann. Die 27-Jährige ist die einzige Hubschraubermechanikerin der Staffel. Hubschrauber zerlegen und wieder zusammenschrauben, das ist ihre Leidenschaft. Heute untersucht sie den Hauptrotor. Hier ist der Blattanschluss von den Blättern am Hauptrotormast in der oberen unteren Armblätter. Und es gibt einen Punkt, wo man auf Risse kontrollieren muss. Und auch im eingebauten Zustand. Und da gucke ich jetzt einfach, ob ich schon mechanische Schäden, Korrosion, irgendwas entdecken kann. Wo ich sagen kann, oh, das muss raus oder da müssen wir nochmal näher nachgucken. Sieht gut aus. Mein Vater ist auch hier in der Luftfahrt tätig und ja, so ein bisschen kam das natürlich auch dadurch, aber ich wollte auch schon als Kind. Wenn wir in Urlaub geflogen sind, war ich eigentlich lieber am Flughafen als im Urlaub direkt. Und die Luftfahrt war schon immer faszinierend für mich. Und ich wollte das. Und wenn man dann als, ich sag mal, kleines Mädchen gefragt wird oder Jugendliche, was willst du denn mal werden? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will mal was mit Hubschrauber machen. Da hat man immer nur ein Lächeln bekommen und ja. Und jetzt? Ich habe es versucht, ich habe es geschafft und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Morgen wird sie anfangen, den Hubschrauber wieder zusammenzuschrauben. Das dauert fast 2 Wochen, erzählt sie. 22 Uhr. Manuela Uhlich ist zurück in der Staffel. Feierabend. Nach 9 Einsätzen und 15 Stunden Dienst. Noch schnell die Maschine reinigen und auf Schäden kontrollieren. Dann will sie nur noch nach Hause. Ja, ich mache den täglichen Check der Maschine, überprüfe nochmal alles, ob alles in Ordnung ist, sodass sie morgen auch wieder einsatzklar ist. Moderne Zeiten bei der Bundespolizei. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Uhlich wieder fit sein für Christoph 7. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Tirol 440, hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800.
Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen, bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer, sehr genau, detailreich, konturenreich, Person, Baum, LKW, können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das. Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestütztem Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, sagen Lothar Vogt und Anke Lecher von der Bundespolizei. Sie sichern Spuren. 2 Tonnen Kupfer haben die Täter diesmal geklaut. Ja, wir sind hierher gekommen. Die Diebe waren nicht mehr da. Die waren schon geflüchtet und sind hier quasi über die Gleise geflüchtet. In die Gleise des Hauptbahnhofes hinein, was sehr verwirrend ist. Und daraufhin haben wir dann den Hubschrauber angefordert. Weit können die Diebe nicht sein, sagt Lothar Vogt und hat Beweise. Man sieht hier genau, das Kabel wurde frisch abgezwackt. Das Kupfer ist noch hell, nicht oxidiert. Die Beamten im Hubschrauber sind kurz vor Frankfurt. Die Piloten tragen Nachtsichtgeräte. Durch die Brille, die einem Fernglas gleicht, suchen sie jetzt nach den Dieben. Ohne diese Brillen sind derartige Nachtflüge unmöglich. Beispiel: Mit dem bloßen Auge erkennen die Piloten nur die Beleuchtung des Zuges unter ihnen, sonst nichts. Mit der Nachtsichtbrille sieht der Zug so aus. Noch mehr aber sieht der Wärmebildoperator Markus Heckmann mit seiner Außenkamera. Er kann ganz nah an den Zug heranzoomen. Hauptbahnhof Frankfurt. Kontrolle von Bahngleisen, eine der Hauptaufgaben der Fliegerstaffel. Im Visier alle Bahnstrecken in Hessen und Thüringen, insgesamt 2800 Kilometer. Sie achten auf Gegenstände und Menschen auf den Gleisen. Jetzt suchen sie Kabeldiebe. Zu sehen hier ganz gut. Hier sind Fahrzeuge abgestellt. Im direkten Vergleich. Das Auto im vorderen Bereich ist kürzlich erst abgestellt, strahlt somit noch sehr viel Wärme ab. Das Auto dort neben strahlt überhaupt keine Wärme ab, steht also schon länger dort. Nur eine Katze ist auf der Flucht, kein Kabeldieb. Die fliegenden Polizisten schweben über einer Kleingartensiedlung. Hier haben sie schon oft Diebe entdeckt, sagen sie. Markus Heckmann beobachtet mit seiner Kamera 3 Männer direkt an den Bahnschienen. Sind das vielleicht die Täter? Rainer Philipp informiert die Kollegen am Boden. Anke Lecher und Lothar Vogt fahren sofort zur angegebenen Stelle. Doch Fehlanzeige. Die 3 Männer sind weg. Gute Nachrichten erhalten sie aber per Funk. Nur wenige Meter entfernt haben Kollegen die Männer gefasst. Die Polizisten im Hubschrauber hatten den richtigen Riecher. Ohne den Hubschrauber war das einfach zu umfangreich hier und wir hätten die Täter sonst nicht feststellen können. Die Crew fliegt zurück nach Fuldatal. Hubschrauberpilot bei der Bundespolizei. Ein Job, der physisch und psychisch an die Grenzen gehen kann. Ein Traumjob ist es dennoch für die meisten. Auf den zweiten Blick eben. Okay, Tower abgemeldet. Roger, Frankfurt abgemeldet. Sind sie unten, auf einem stillgelegten Flugplatz bei Bremen. Erst wenn alle Fallschirmspringer am Boden sind, landet auch Hans Bäumel mit seiner Puma. Sie wollen nichts riskieren. Die Springer könnten sonst mit seinem Hubschrauber zusammenprallen. Die GSG 9 zu fliegen ist anspruchsvoll, sagt Hans Bäumel. Rundflüge wollen die Männer nicht.
Wesentlich ist natürlich der Wind. Wir müssen gegen den Wind anfliegen. Es wird vorher schon auch gebrieft mit den Verantwortlichen der GSG 9, wie wird angeflogen, in welcher Höhe wird angeflogen, bei welchen Geschwindigkeiten gehen die Springer raus. Fallschirmspringen aus extremen Höhen, Verfolgungsfahrten, Zugriffe auf Schwerstkriminelle und das Tag und Nacht, das normale Trainingsprogramm der Woche. Und mittendrin Hans Bäumel. Seit 28 Jahren ist er Pilot, für den Polizeihauptkommissar ein Traum. Das passt einfach alles. Es macht Spaß, die Aufgabe macht Spaß, die Technik ist dabei. Das, was wir machen, hat auch wirklich Sinn, das macht Sinn. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, das passt einfach alles zusammen. Und das ist wirklich ein Traum, ist da wahr geworden und ich möchte nichts anderes machen. Die Männer sind Anfang 30. Ihre Identität ist streng geheim. Tauchen, Motorradfahren, Schnellboot steuern und Präzisionsschießen. All das müssen sie beherrschen. Seit 1972 gibt es die GSG 9. Weltberühmt wurden sie durch die Befreiung von 87 deutschen Geiseln aus einer Passagiermaschine in Mogadischu. Heute sind mehr als 100 Mann im Einsatz, weltweit. Hans Bäumel gehört zu den wenigen Piloten, der die GSG 9 fliegen darf. Startfrei für die zweite Runde. Diesmal werden sie die jungen Männer in 3 Kilometern Höhe absetzen, also noch weiter über den Wolken. Bis Mitternacht wollen sie trainieren. Bundespolizei-Fliegerstaffel in Fuldatal. Dienstbeginn. Seit mehr als 5 Jahren werden Hubschrauber hier ferngesteuert, freut sich Pilotin Manuela Ulich. Das ist angenehm, ne, oder? Ja. Na gut, der Hubschrauber wiegt ja fast 3 Tonnen, ne? Und die müssen ja irgendwie bewegt werden. Per Hand und mit Muskelkraft wurden die Maschinen früher aus dem Hangar geschoben. Die Fernbedienung haben wir Frauen mitgebracht, scherzt Manuela. So. 8 Stunden Dienst liegen jetzt vor ihr. Bahnstrecken kontrollieren, nach Verbrechern fahnden, für Sicherheit sorgen. Kurzer Zwischenstopp in der Flugeinsatzzentrale. Ja. Manuela Ulich trifft ihre Kolleginnen. Guck mal, schön, oder? Katharina Schneider ist auch Pilotin. Zum ersten Mal fliegen sie heute gemeinsam. Manuela Diegler informiert vor jedem Flug die Piloten und Pilotinnen. Was kriegen Sie jetzt hier? Wir kriegen jetzt unsere Einsatz. Essen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Tirol 440, hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer. Sehr genau, detailreich, konturenreich, Personen, Baum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das? Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestützten Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, sagen Lothar Vogt und Anke Lecher von der Bundespolizei. Sie sichern Spuren. 2 Tonnen Kupfer haben die Täter diesmal geklaut. Ja, wir sind hierher gekommen. Die Diebe waren nicht mehr da. Die waren schon geflüchtet und sind hier quasi über die Gleise geflüchtet. In die Gleise des Hauptbahnhofes hinein, was sehr verwirrend ist. Und daraufhin haben wir dann den Hubschrauber angefordert. Weit können die Diebe nicht sein, sagt Lothar Vogt und hat Beweise. Man sieht ja genau, das Kabel wurde frisch abgezwackt. Das Kupfer ist noch hell, nicht oxidiert. Die Beamten im Hubschrauber sind kurz vor Frankfurt. Die Piloten tragen Nachtsichtgeräte. Durch die Brille, die einem Fernglas gleicht, suchen sie jetzt nach den Dieben. Ohne diese Brillen sind derartige Nachtflüge unmöglich. Beispiel: Mit dem bloßen Auge erkennen die Piloten nur die Beleuchtung des Zuges unter ihnen, sonst nichts.
Mit der Nachtsichtbrille sieht der Zug so aus. Noch mehr aber sieht der Wärmebildoperator Markus Heckmann mit seiner Außenkamera. Er kann ganz nah an den Zug heranzoomen. Hauptbahnhof Frankfurt. Kontrolle von Bahngleisen, eine der Hauptaufgaben der Fliegerstaffel. Im Visier alle Bahnstrecken in Hessen und Thüringen, insgesamt 2800 Kilometer. Sie achten auf Gegenstände und Menschen auf den Gleisen. Jetzt suchen sie Kabeldiebe. Zu sehen hier ganz gut. Um früh um 7 Uhr muss Manuela Ulich wieder fit sein für Christoph 7. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Tirol 440, hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen, bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer. Sehr genau, detailreich, konturenreich, Personen, Baum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das? Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestütztem Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, sagen Lothar Vogt und Anke Lecher von der Bundespolizei. Sie sichern Spuren. 2 Tonnen Kupfer haben die Täter diesmal geklaut. Ja, wir sind hierher gekommen. Die Diebe waren nicht mehr da. Die waren schon geflüchtet und sind hier quasi über die Gleise geflüchtet. In die Gleise des Hauptbahnhofes hinein, was sehr verwirrend ist. Und daraufhin haben wir dann den Hubschrauber angefordert. Weit können die Diebe nicht sein, sagt Lothar Vogt und hat Beweise. Man sieht ja genau, das Kabel wurde frisch abgezwackt. Das Kupfer ist noch hell, nicht oxidiert. Die Beamten im Hubschrauber sind kurz vor Frankfurt. Die Piloten tragen Nachtsichtgeräte. Durch die Brille, die einem Fernglas gleicht, suchen sie jetzt nach den Dieben. Ohne diese Brillen sind derartige Nachtflüge unmöglich. Beispiel: Mit dem bloßen Auge erkennen die Piloten nur die Beleuchtung des Zuges unter ihnen, sonst nichts. Mit der Nachtsichtbrille sieht der Zug so aus. Noch mehr aber sieht der Wärmebildoperator Markus Heckmann mit seiner Außenkamera. Er kann ganz nah an den Zug heranzoomen. Hauptbahnhof Frankfurt. Kontrolle von Bahngleisen, eine der Hauptaufgaben der Fliegerstaffel. Im Visier alle Bahnstrecken in Hessen und Thüringen, insgesamt 2800 Kilometer. Sie achten auf Gegenstrauß. Männliches Gegenüber heute, Kollege Dietmar Kepper. Zum ersten Mal fliegt er mit beiden Frauen. Ja, ich sag mal, es gibt schlechtere Jobs als bei so einem Wetter mit so zwei so netten Kollegen im Hubschrauber nach Frankfurt zu fliegen. Das hört die 28-jährige Katharina Schneider natürlich gerne. Gemeinsam mit Manuela Ulich sind sie Hessens erste Pilotinnen bei der Bundespolizei. Manuela Ulich kam zufällig zur Fliegerei. Rechtsanwaltsgehilfin hat sie gelernt, doch der Job endete durch eine Katastrophe. Im Jahr 2002 war ich auch Flutopfer, wenn man so sagen kann, damals in Sachsen. Meine Kanzlei war voll betroffen vom Hochwasser damals, die Kanzlei war völlig weggespült, kann man sagen. Ich hatte keinen Job mehr. Dann kam das Angebot damals vom Bundesgrenzschutz noch und da habe ich natürlich nicht lange gezögert und habe ja gesagt. Der Baron von Münchhausen schmückt jetzt ihren Arm, das Wappen der Staffel. Manuela Diekler arbeitet auch im Tower. Sie erteilt die Starterlaubnis. Tirol 440, der Wind aus 150 Grad mit 5 Knoten des QNH 1019. 1019.
Es war Liebe auf dem ersten Flug. So erzählen beide von ihrer ersten Begegnung mit einem Helikopter. 5 Jahre dauerte ihre Ausbildung. Erst zur Polizistin, dann zur Pilotin. Es ist für Frauen nicht schwerer, die Ausbildung zu schaffen, als für Männer. Man muss fleißig sein und ehrgeizig. Und dann schafft man das auch. Sie müssen heute nach Frankfurt eine Demonstration aus der Luft überwachen. Dietmar Kepper steuert die Überwachungskamera. Ich bin der Systemoperator hier an Bord. Das heißt, ich bediene die luftgestützte Wärmebildsichtanlage. So nennt sich die Anlage. Das ist ein Kamerasystem, was im Hubschrauber verbaut ist, was halt die Möglichkeit bietet, aus relativ großer Höhe Aufklärungsergebnisse an den Polizeiführer zu liefern. 40 Minuten später kreisen sie über der Skyline. Aber Demonstranten entdecken sie kaum. Der Veranstalter hatte mit Tausenden gerechnet, gekommen sind knapp 100. War wohl das falsche Thema. Dietmar Kepper beobachtet mit seiner Kamera den Platz an der Hauptwache. Alles friedlich. Die verteilen da einfach Handzettel. Ja. Ich hab's jetzt auf dem Bild, ich weiß noch, was draufgeschaltet hab vorne. So, also von Demo ist hier keine größeren Erkenntnisse. Dieser Einsatz ist beendet. Eigentlich sollten sie jetzt Fußballchaoten überwachen, doch die Einsatzzentrale hat einen anderen Auftrag. Kabeldiebe haben zugeschlagen, erfahren sie über Funk. Katharina Schneider gibt Vollgas Richtung Marburg. Nach 20 Minuten sind sie über der Einsatzstelle. 1 Tonne Draht haben die Diebe. Vor ganz schlimmen Einsätzen hat sie noch ein bisschen Bammel. Aber im Team unterstützen sie sich gegenseitig, wenn es nötig ist. Reden viel über ihre Einsätze. Wir müssen die erst wieder befüllen. Die Tasche? Die Zusammenarbeit im Team ist echt klasse. Also ich kann mich auf jeden verlassen. Jeder unterstützt mich. Macht schon Spaß. Sie fliegen zurück zum Roten Kreuz Krankenhaus nach Kassel. Die Crew von Christoph Sieben ist wieder bereit für neue Einsätze. Pirna, 20 Kilometer östlich von Dresden. Hans Bäumel und seine Kollegen sind im Hochwassergebiet angekommen. Aus der Luft erkennen sie gleich die Gefahr auf der Elbe. 16 Silos aus Tschechien treiben mit hohem Tempo Richtung Dresden. 20 Tonnen schwer. Sie könnten Häuser, Brücken und Dämme zerstören. Mit einem Boot können sie die Silos nicht mehr einfangen. Die Strömung ist zu gefährlich. Mit dem Wind der Rotorblätter wollen sie die schweren Silos jetzt wegblasen. Ein Versuch. Hans Bäumel wird jetzt die Höhe ansagen, denn Pilot Andreas Pöhler muss rausschauen und sich auf die Silos konzentrieren. Jetzt noch 15 Fuß. Noch 10 Fuß. So ist gut. So ist die Höhe gut. 10 Fuß bleiben. Jetzt wieder 15 Fuß. So kann man bleiben. Die 8 Tonnen schwere Puma schwebt knapp über dem Wasser. Der Wind des Hubschraubers ist wie ein Orkan. Millimeterarbeit. Das dreckige Wasser spritzt an die Maschine. Die Piloten können kaum noch etwas sehen. Schwerstarbeit, sagt Hans Bäumel. Es ist hochkonzentriert, denn es ist auch ungewohntes Gefühl. Man fliegt ja nicht jeden Tag 1 Meter über der Wasseroberfläche und dann auch nicht im Hochwasser, wo die Strömung auch reißend ist. Man sieht die Hindernisse oder mögliches Treibgut, mögliche Container, ja auch nicht einfach so kommen. Und es ist auch die Aufgabe des zweiten und des dritten Mannes hier in der Maschine, nach draußen zu gucken, um zu sehen, ob mit der Strömung nicht irgendwelches Treibgut noch rankommt, was uns vielleicht sogar noch dann berühren könnte. Die Kollegen hinter dem Cockpit warnen die Piloten vor Bäumen, Hochspannungsleitungen und was sonst noch so aus dem Wasser ragt. Hans Bäumel und Pilot Andreas Pöhler müssen sich nur auf das Silo konzentrieren. Bei allen Einsatzfällen, diesen Container hier wegzupusten mit unserem Downwash, mit dem Rotorabwind, ist es doch wichtig, dass die Rotorblätter nicht in Bäume oder in Parkplatzschilder, die wir hier auch direkt unter uns haben, dann reinkommen. Und auch die Höhe, auch die muss beachtet werden, sodass wir nicht mit der Maschine ins Wasser eintauchen. Es scheint zu klappen. Der Wind drückt das Silo kontrolliert Richtung Ufer. Dort wartet die Feuerwehr mit Seilen zum Festbinden. Das wäre geschafft. Nummer 1 von 16 Silos. Zu den wenigen Piloten, der die GSG 9 fliegen darf. Startfrei für die zweite Runde. Diesmal werden sie die jungen Männer in 3 Kilometern Höhe absetzen, also noch weiter über den Wolken. Bis Mitternacht wollen sie trainieren.
Bundespolizei-Fliegerstaffel in Fuldatal. Dienstbeginn. Seit mehr als 5 Jahren werden Hubschrauber hier ferngesteuert, freut sich Pilotin Manuela Ulich. Das ist angenehm, ne, oder? Ja. Na gut, der Hubschrauber wiegt ja fast 3 Tonnen, ne, und die müssen ja irgendwie bewegt werden. Per Hand und mit Muskelkraft wurden die Maschinen früher aus dem Hangar geschoben. Die Fernbedienung haben wir Frauen mitgebracht, scherzt Manuela. So. 8 Stunden Dienst liegen jetzt vor ihr. Bahnstrecken kontrollieren, nach Verbrechern fahnden, für Sicherheit sorgen. Kurzer Zwischenstopp in der Flugeinsatzzentrale. Manuela Ulich trifft ihre Kolleginnen. Guck mal, schön, ne? Katharina Schneider ist auch Pilotin. Zum ersten Mal fliegen sie heute gemeinsam. Manuela Diegler informiert vor jedem Flug die Piloten und Pilotinnen. Was kriegen Sie jetzt hier? Wir kriegen jetzt unsere Einsatzunterlagen und die ganze Flugvorbereitung für den heutigen Tag. Wir haben da was ausgearbeitet, und zwar anlässlich der Blockupy und des Fußballspiels. 104 Männer und 6 Frauen arbeiten in der Staffel. Wenn sie ausgehen, wirkt die Männerwelt irritiert, erzählt Manuela Diegler. Wir machen das schon ab und an mal, dass wir sagen, okay, wir gehen mal abends in die Kneipe und trinken mal was zusammen und treffen uns mal. Und wenn man dann sagt, ja, die eine ist Pilotin, die andere ist Pilotin, die nächste schraubt am Hubschrauber rum, dann sagen schon, das männliche Gegenüber sagt dann schon, ja, ja, klar. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe heute keine Lust auf diese Diskussion, wir sind halt ganz normale Krankenschwestern oder wir sind Zahnarzthelferinnen oder wir arbeiten irgendwo an der Kasse, dann sagen die männlichen Gegenüber schon, ja, 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 klar, das wird nie in Frage gestellt. Deswegen, also da machen wir uns dann schon einen Spaß draus. Ja. Männliches Gegenüber heute, Kollege Dietmar Kepper. Zum ersten Mal fliegt er mit beiden Frauen. Ja, ich sag mal, es gibt schlechtere Jobs als bei so einem Wetter mit so zwei so netten Kollegen im Hubschrauber nach Frankfurt zu fliegen. Das hört die 28-jährige Katharina Schneider natürlich gerne. Gemeinsam mit Manuela Ulich sind sie Hessens erste Pilotinnen bei der Bundespolizei. Manuela Ulich kam zufällig zur Fliegerei. Rechtsanwaltsgehilfin hat sie gelernt, doch der Job endete durch eine Katastrophe. Ja, ich mache den täglichen Check der Maschine, überprüfe nochmal alles, ob alles in Ordnung ist, sodass sie morgen auch wieder einsatzklar ist. Moderne Zeiten bei der Bundespolizei. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Ulich wieder fit sein für Christoph 7. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Tirol 440, hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer. Sehr genau, detailreich, konturenreich, Personen, Baum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das? Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestütztem Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, sagen Lothar Vogt und Anke Lecher von der Bundespolizei. Sie sichern Spuren. 2 Tonnen Kupfer haben die Täter diesmal geklaut. Ja, wir sind hierher gekommen. Die Diebe waren nicht mehr da. Die waren schon geflüchtet und sind hier quasi über die Gleise geflüchtet. In die Gleise des Hauptbahnhofes hinein, was sehr verwirrend ist. Und daraufhin haben wir dann den Hubschrauber angefordert. Weit können die Diebe nicht sein, sagt Lothar Vogt und hat Beweise. Man sieht ja genau, das Kabel wurde frisch abgezwackt. Das Kupfer ist noch hell, nicht oxidiert.
Die Beamten im Hubschrauber sind kurz vor Frankfurt. Die Piloten tragen Nachtsichtgeräte. Durch die Brille, die einem Fernglas gleicht, suchen sie jetzt nach den Dieben. Ohne diese Brillen sind derartige Nachtflüge unmöglich. Beispiel: Mit dem bloßen Auge erkennen die Piloten nur die Beleuchtung des Zuges unter ihnen, sonst nichts. Mit der Nachtsichtbrille sieht der Zug so aus. Noch mehr aber sieht der Wärmebildoperator Markus Heckmann mit seiner Außenkamera. Er kann ganz nah an den Zug heran.